Regenzeit in Thailand. Für drei beherzte Koblenzer kein Grund, sich in der Bude zu verkriechen. Willi Kotny macht große Sprünge von der Rutschbahn direkt vor seinem Haus. Seit zwei Wochen ist er nämlich zusammen mit Cousin Somkit Pongyu, Hausbesitzer in Pattaya. Zu Gast Andreas Hölzenbein, amtierender deutscher B-Jugendmeister im Fechten. Doch vor den sportlichen Stress passen sich die drei Schenkel erst einmal an die Sitten des Landes an. Und dazu gehört nach einer Hochwasserfahrt durch Pattaya der Besuch eines typischen Thai-Restaurants. In der siamesischen Bäderstadt ist das natürlich untrennbar verbunden mit Meeresfrüchten, zubereitet auf dem typischen Holzkohlegrill. Gegessen wird auf einem Steg, der ins Meer hinausgebaut ist. Wer unmittelbar nach Sonnenuntergang kommt, findet garantiert einen Platz am Wasser. Ein Teller mit Meeresfrüchten für zwei Personen. Für 30 Mark Fisch, Garnelen, Krabben, Muscheln, Hummer satt. Dazu Softdrinks für die Sportler Somkit Pongyu, Willi Kotny und Andreas Hölzenbein. Auch Teamchef Erik Kotny lässt es sich schmecken. So. Nach dem Essen Nachtleben pur. Erinnerungen auf Leinwand. Erinnerungen an eine Glitzerwelt der Fantasie. In Pattaya verschwimmen die Grenzen zwischen den Geschlechtern. Wer hier auf die Damentoilette geht, ist deshalb noch lange keine Frau. Alle, die hier im Simon-Kabarett als Lady auftreten, sind Männer, Transvestiten, so unglaublich es auch scheinen mag. Es gibt nicht wenige, die sagen, in Thailand sind Männer die schöneren Frauen. Oder würden Sie hinter diesem Outfit etwa Maskulines vermuten? Man muss nicht unbedingt viele Bierchen getrunken haben, um der Illusion zu erliegen, hier ist die große Welt zu Hause. Michael Jackson live, als Imitat natürlich, zwischen lauter Männern. Das Simon ist das kleinste von 5 Travestie-Kabaretts in Pattaya. Musik.
So weiblich er auch aussieht, bei den 7. offenen thailändischen Fechtmeisterschaften in Bangkok hätte er bei den Männern starten müssen. Die Thai Open übrigens eine Generalprobe für die Asienspiele im Dezember. Der gewichtigste Starter, Eric Cotney, Teamchef der CTG Königsbacher Mannschaft, trainiert von seinem thailändischen Sohn Somkit Pongyu, im Übrigen aber völlig chancenlos in dem Turnier. Cotney focht nur deshalb mit, weil man für einen Mannschaftskampf 3 Fechter braucht, aber wegen knapper Kassen nur 2 nach Bangkok konnten. Also sprang der Pressesprecher in die Bresche und belegte am Ende den letzten Platz. Anerkannt, aber immer von den freundlich lächelnden thailändischen Sportskameraden. Andreas Hölzenbein. Für den frisch gebackenen deutschen B-Jugendmeister war Bangkok das erste internationale Turnier. Es wurde für den Koblenzer schwerer als erwartet, denn Hölzenbein konnte nur einen einzigen Kampf in der Vorrunde gewinnen und schied im ersten K.O. aus. Am Ende ein etwas enttäuschender 19. Platz unter 21 Teilnehmern, auch wenn er hier gerade die thailändische Nummer 4 Sirawut besiegt. Zum Ärger übrigens von Georgi Fekete, dem ungarischen Trainer der thailändischen Nationalmannschaft. Der Wahlkoblenzer Somkit Pongyu ist die große Hoffnung des thailändischen Fechtverbandes. Hier im Kampf gegen Richard de Guzman aus den Philippinen. Doch Somkit, technisch der wohl perfekteste Fechter der CTG Königsbacher, fehlt im Wettbewerb der nötige Biss. Im entscheidenden Augenblick fehlt ihm auch der Killerinstinkt. Am Ende Platz 9 und der schwache Trost, bester Thai zu sein. Da helfen auch die Sprüche auf der Tribüne nicht, dass es keinen rosigen Weg zum Sieg gibt. Eine Erkenntnis übrigens, die auch für Cousin Willy Cotney gilt. Doch die Nummer 2 der Junioren-Weltrangliste und Deutschlands Nummer 1 kümmern solche Binsenweisheiten wenig. Willy ficht aus dem Bauch heraus. Und er ficht auch in Thailand wieder gut. Obwohl Willy für Deutschland startet, hat er unter den Rollstuhlfechtern seines Heimatlandes die treuesten Anhänger. Sie bilden im Kampf gegen den Koreaner Lee Kok-hyun das moralische Rückgrat für den Star aus Deutschland. Nach Yu Yong-ho bleibt auch er gegen den Koblenzer auf der Strecke. Dass Kampf Willis Devise ist, hat sich auch unter den Medien schnell herumgesprochen. Nur sein Endkampfgegner Walbert Mendoza aus den Philippinen scheint es mit den Fighten nicht ganz so ernst zu nehmen. Applaus wieder von den Behinderten. Willy dankt es und gewinnt 15-10. Er holt damit zum dritten Mal den internationalen thailändischen Meistertitel. Ein Tag Pause bis zum Mannschaftskampf. Ein wenig Gelegenheit, sich in der näheren Umgebung des Hotels umzusehen. Es liegt direkt neben den Klongs. Für Bangkok typisch, Tempel und Nobelviertel direkt neben den Slums. Und überall Zeichen des Aufbruchs. Trotz Wirtschaftskrise, der Bauboom ist nicht zu übersehen. Die Methoden allerdings sind etwas anders als bei uns. Hier wird gerade ein Spaten geschliffen. Funken sprühten auch im Mannschaftskampf. Im Viertelfinale treffen ausgerechnet Thailand und Deutschland aufeinander und als letzte Kämpfer die beiden Cousins Somkit und Willy. Es steht 40-32 für Thailand. Wer zuerst 45 Treffer hat, ist Sieger. Willy holt auf, Punkt für Punkt.
Der lotteriegesponserte Koblenzer hat das Glück auf seiner Seite, gleicht zum 42:42 aus, dann 44:44. Wer jetzt trifft, ist Sieger. Simultané. Jetzt heißt es Nerven bewahren. Somkid greift an, Willi kontert und gewinnt. Deutschland wirft Thailand aus dem Rennen. Und was soll nun der Vater der beiden Fechter tun? Sich mit dem einen freuen oder mit dem anderen leiden? Siegerehrung. Zu schottischen Klängen eine überschwängliche Zeremonie. Generalprobe für die Asienspiele im Dezember. Zum dritten Mal wird Kotney internationaler thailändischer Meister. Aber noch nie war es so schwer wie diesmal. Asien hat im Fechtsport aufgeholt. Nationalhymne.